Hallo liebe Community, da sind wir wieder. Heute mit einem etwas anderen Video. Da wir normalerweise 52 Wochenende im Jahr durchfahren, aber momentan seit Ende September eine Zwangspause haben, da unser Sohn einen Unfall hatte und wir momentan zu Hause bleiben müssen, haben wir es verpasst, unser Wohnmobil den Temperaturen entsprechend für den Winter aufzurüsten. Drum nehmen wir euch heute mit und zeigen euch, was man alles so braucht, wenn man ein wintertaugliches Wohnmobil hat und im Winter seiner Leidenschaft weiter nachgehen möchte und nicht das Wohnmobil eingemottet irgendwo stehen hat. Wir zeigen euch heute alles, was man so braucht, damit es auch, wenn es draußen schneit und frostet, man immer noch ein wunderschönes Campingvergnügen hat. Richtig? Ja. Und darum haben wir jetzt überlegt, zeigen wir euch erst einmal, was man so haben muss, beziehungsweise erzählen das, zeigen euch, wie wir das ein oder andere im Wohnmobil dann nutzen und einsetzen. Und Alfred wird heute noch euch einen kleinen praktischen Tipp oder wie soll man es sagen? Ja, wir müssen einen neuen Teppich für das Wohnmobil haben. Wir hatten ja vorher ja schon einen drin. Und demzufolge werde ich diesen alten Teppich als Vorlage für den neuen Teppich nehmen. Also bleibt dran und schaut gleich zu, wie Alfreds Schneiderkünste an den Tag kommen. Er kann nämlich nicht nur mit Holz umgehen. Okay, was brauche ich, wenn ich im Winter mit meinem Wohnmobil fahre? Abgesehen von der entsprechenden Kleidung, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, weil jeder weiß, er braucht vielleicht warme, wetterfeste, wasserfeste Kleidung, Mütze, Schal, Handschuhe, Pipapo, Thermounterwäsche, weil wir viel Fahrrad fahren. Das ist jedem selbst überlassen. Der eine braucht zwei Paar Socken, der andere kommt mit einem Paar aus. Aber was brauche ich überhaupt für mein Wohnmobil, wenn ich mit meinem Wohnmobil im Winter fahren möchte? Wir lassen jetzt ganz außen vor die südlichen Länder, wo man das nicht braucht. Wir reden hier von Wochenendtrips rund um die Haustür. Ich brauche einen Eiskratzer. Ich brauche Winterreifen. Wir haben unser Wohnmobil damals Ende Oktober bekommen, sind direkt mit dem neuen Wohnmobil durchgefahren zu dem Auto, zu der Autowerkstatt unseres Vertrauens, hatten da schon neue Reifen, Winterreifen bestellt und haben die direkt aufziehen lassen. Wir sind dann auch zwei Tage später mit dem Wohnmobil, der Urlaub war vorher schon geplant gewesen, eine Woche nach Ostfriesland gefahren und haben da uns schon mal direkt erprobt, wie es ist, bei maximal 10 Grad und viel Regen und Wind zu fahren. Das war unser Einstieg ins Wohnmobilfahren. Dadurch sind wir halt immer die Winter durchgefahren. Aber zu den Touren, die wir im Winter gemacht haben, kommen wir gleich auch nochmal. Ich brauche Frostschutzmittel für meine Wischanlage. Genau, wie bei unserem PKW. Dann brauche ich noch eine Kühlschrankabdeckung. Das ist nicht verkehrt, damit je nachdem, wie der Wind steht, könnte er euch die Flamme ausblasen. Wir sprechen aus Erfahrung. Und aus diesem Grunde, Abdeckung drauf, dann ist die Flamme auf jeden Fall geschützt. Außerdem kommt dann nicht so viel Kälte dann von unten da rein. Dann brauchen wir für unsere Frontscheibe oder auch für die Seitenscheiben gibt es auch eine Thermoabdeckung. Wir kennen das, diese Silberdinger, die wir auch am PKW haben, die gibt es auch fürs Wohnmobil in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt sie auch noch mit Klett- oder Reißverschluss, sodass der Motorraum mit abgedeckt ist. Ne? Es gibt ihn zweiteilig, einmal nur für die Scheiben und einmal zum zusätzlich Anbringen, damit der Motorraum abgedeckt ist, damit da auch nicht so viel Kälte reinkommt. Weil gerade bei den Teilintegrierten ist die Wärmeisolierung zum Fahrerhaus hin doch etwas bescheiden. Genau, an der Stelle, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen Weinsberg Cara Suite 650 MEG. Das ist ein Caraloft. Caraloft. Ich mache immer eine Suite draus, stimmt. Es ist ein Caraloft 650 MEG und der ist eben teilintegriert. Was brauche ich noch? Ich brauche dann entsprechend, wenn wir mal draußen bleiben, eine Schneeschaufel, um mir vielleicht den Weg vom Wohnmobil bis zum Fahrweg freizuschaufeln, damit ich, wenn ich
Wir haben ja auch Raucher an Bord. Mehr vielleicht außerhalb meines Wohnmobils eine rauchen möchte, Wasser holen möchte, nicht mit meinen Clogs, Crocs direkt im Schnee stehe. Dann ist die Schaufel auch sehr praktisch, wenn ich die Schneelast von meinem Dach schaufeln möchte, da das doch ganz schön Gewicht auf das Wohnmobildach bringen kann. Und auch der Fahrradträger, je nachdem, wie viel Schnee gefallen ist, natürlich da auch Schnee drauf liegen bleibt. Wenn ich eine Abdeckplane über meine Räder habe, sollte ich die Räder hinten auf einem Fahrradträger transportieren, dass wir da auch den Schnee von schieben können. Geht natürlich auch mit einem Besen und Handfeger. Das geht eigentlich nur mit einem Besen, ja. Weil durch die Plane kannst du ja nichts schieben. Ja, also, ja, aber der Schnee, der runterfällt, musst du wieder wegschieben, wenn du das vielleicht mal an die Garage gehen willst. Wir haben immer einen Weg auch gemacht rund um das Wohnmobil, weil du willst an die Garage, linke Seite, rechte Seite. Du musst an die Toilette, du musst eventuell ans Gas, also die Außenfächer müssen zugänglich sein und das machst du ja ungern, indem du dann, je nachdem wie letztes Jahr, 30 cm Schnee hast, wo du durchkraxeln musst. Nee, ist nicht so lustig. Wir sind letztes Jahr im Dezember, vom 2. bis zum 18. Dezember, die Deutsche Alpenstraße gefahren. Und das war genau der Zeitpunkt, wo dort in Bayern richtig schön viel Schnee gefallen ist. Unsere Krönung waren minus 17 Grad am Wank. Komme ich aber gleich noch mal zu und dadurch haben wir da richtig unser Wohnmobil den Wintertest unterzogen, nachdem wir das Jahr davor zwischen den Feiertagen in Scharbeutz waren, wo es von minus 10 Grad auf dem ersten Weihnachtstag nachher plus 11 auf Silvester waren. Da hatten wir dann mal geguckt und gesagt, okay, wir haben es überlebt, wir fahren natürlich im Winter durch. Und ich würde auch immer wieder in die Alpen im Winter fahren. Von daher kommen gleich noch die ein oder anderen Tipps und Anekdoten dazu. Was brauche ich noch? Einen Besen, wie ich schon gesagt habe. Bei meiner Größe ist auch nicht verkehrt, wenn man vielleicht so ein Teil mit einem Teleskoparm hat, den man ausfahren kann. Auch um eben Schnee von Dach, Schüssel und Fahrradabdeckung abzumachen. Und auch um die Eintrittsstufe vom Schnee zu befreien. Dann natürlich auch, wenn man weiterfahren möchte, haben wir natürlich Schnee auf unserer Thermoplane, auf der Abdeckung der Frontscheibe. Da wollen wir natürlich auch den Schnee wieder weg haben. Dazu ist der Besen dann auch bestens geeignet, dass wir auch unser Wohnmobil vorne schneefrei machen. Unter anderem auch die Motorhaube, um da nicht während der Fahrt den Schnee zu verlieren. Das gilt auch für das Dach, weil da können ganz schöne Schneemassen runterkommen. Und wie auch bei den LKWs haben wir fliegende Eisschollen, die vom Dach purzeln können. Ja, und ihr wisst ja, laut Straßenverkehrsordnung muss man die entfernen. Genau, und deshalb ist es ratsam, da auch mit dem Besen einmal über Dach und Motorhaube zu gehen. Okay, der eine oder andere wird sagen, das gibt ja Kratzer. Aber da wir mit unserem Wohnmobil auf reinlich durch Driss und Dreck fahren, kann es eben mit seinem Kratzer hier und Dellchen da, nee, Dellen haben wir jetzt keine, aber mit seinen Blessuren eben seine Geschichten erzählen. Dann ist es auch wichtig, dass ihr, wo wir bei Außen und Befreien bleiben, Eisschollen und Eiszapfen von eurem Wohnmobil befreit. An der Markise können gerne Eiszapfen hängen, am Ausströmer. Die Radkästen sind oft voller Eis. Das ist auch natürlich auch sehr hinderlich, wenn das bis zu den Reifen geht und unten rundherum und die Schürze natürlich auch. Also da schön fleißig das Eis wegtreten, abstoßen, wie auch immer, das sollte weg sein. So, ja. Wie man das an jedem PKW eigentlich ja auch macht. Und da habt ihr auch keine Angst, dass ihr euch da irgendwelche Kratzer reinmacht. Ihr macht das Zeug einfach weg. Genau. Ja. Bevor wir jetzt gleich mit euch zu unserem Wohnmobil gehen, wo wir euch dann noch die weiteren Equipments, die wir noch so haben, auch im Innenraum, zeigen. Kleines Anekdötchen, aber bevor ich das vergesse, Abdeckplane. Haben wir vorne unsere Thermoabdeckung auf der Frontscheibe. Wohin mit dem nassen Ding? Wir haben dazu in der Garage eine Box, eine Kiste, das ist eine Eurobox, ne? Mhm. Die dann eben Tropfwasser, Tauwasser, die von der Plane runterläuft, auffängt und das Ganze
wird hochkant hineingestellt. Bei unserer vollen Garage ist keine Fixierung nötig. Habt ihr eventuell weniger drin, zu dem Thema komme ich gleich aber auch nochmal, dann natürlich die darin stehende Plane mit einem, wie heißen die Dinger, mit einem, Gummizug oder ja, irgendwo mit fixieren, damit es nicht umkippt und euch dann doch die Garage eben nass macht. Meine Lieblingsgeschichte, ich muss sie noch hier drin schnell erzählen. Wir waren letztes Jahr Deutsche Alpenstraße. Wintererprobt, wie wir waren, haben wir dann am Wank mit Aussicht auf der Zugspitze stehen wollen. Wir kamen da gegen 16 Uhr an. Es war kalt, es waren minus 17 Grad. Und ich wollte noch unbedingt spazieren gehen, bevor es ganz dunkel wurde. Alfred wollte seine Ruhe, weil ich nörgelig war. Und dann haben wir das Wohnmobil hingestellt, weg und haben vergessen, den Wasserhahn, den Abwasserhahn aufzudrehen. Wir wussten das ja, aber irgendwie total verpeilt gehabt und am nächsten Morgen kam kein Wasser. Hatte sich eine kleine Eisschicht auf der Tauchpumpe an der Oberfläche vom Wasser gebildet und die zog nichts mehr. Bumm, Sicherung durch, neue Sicherung rein, bumm. Auch durch. Irgendwann waren die Ersatzsicherungen aufgebraucht. Und da wir da ja erst ein gutes Drittel der Deutschen Alpenstraße gefahren waren und wir noch bis zum Königssee wollten, haben wir gesagt, scheiße, da fahren wir nicht nach Hause. Ne? Irgendwie kriegen wir das über improvisiert. Glorreiche Idee, wir fahren zum nächstgelegenen Berger und holen uns eine neue Tauchpumpe. Wohnmobil schön aufgeheizt, ab zum nächsten Berger, 60 Kilometer von der Route entfernt. Kein Thema, wir kommen da an. Alfred zu dem netten Verkäufer bei Berger rein. Und der sagte, klopf mal dagegen, vielleicht ist das mittlerweile vom Fahren getaut. Hol's dir nebenan, neue Sicherungen und das Ding läuft wieder. Vielen Dank an die Superberatung, unbekannterweise. Ich weiß noch nicht mal, an welchem Ort wir waren. Weiß ich auch noch. Und es hat funktioniert, es lief wieder Wasser. Dann sind wir weitergefahren zu unserem nächsten Ziel, Bad Tölz, haben uns da abends hingestellt und was zu essen gemacht. Ich wollte spülen. Super, gespült hatten wir dann auch. Und dann habe ich gemerkt, dass nichts abläuft. Also, dass gar nichts abläuft. Vorher hatte ich das noch gar nicht so registriert, als wir unterwegs waren, weil das noch in die Leitungen gelaufen ist, das bisschen Hände waschen. Ja, was haben wir gemacht? Immer, gib mir mal die Zitronensäure, gehen wir zu hartem Gerät über. Habe ich rausgetan, brauchen wir ja im Moment nicht. Super, ich sage, ich nehme Essig. Oh, wir haben nur Balsamico-Essig. Naja, ich hatte noch zwei Zitronen im Kühlschrank, die ich zum Quetschen benutzen wollte. Also die Zitronen gequetscht da rein, der Balsamico-Essig da rein, heißes Wasser da rein, was bei einem vollen Spülbecken irgendwo an die Grenzen kam, das Wasser abgeschöpft, ausgeschüttet, damit heißes nachlaufen kann. Frostschutz hatten wir auch keinen mit. Ich hatte noch so einen Scheibenenteiser aus dem Auto zufälligerweise irgendwie mit reingepackt, den da rein, nix. Dann hatte ich eine leere Plastikflasche, so eine Trinkflasche genommen und gepumpt, weil ich dachte, wie so ein Pömpel. Resultat war, Wasser kommt im Badezimmer aus dem Becken. Dusche lief ab, kam auch nichts raus, die war safe, kam das Wasser aber im Waschbecken raus. Ich kann euch sagen, da kommt ein Gefussels raus. Wir haben seitdem definitiv die saubersten Leitungen, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, der war bei Herstellung nicht so sauber. Da kam ein Siff raus, aber es lief immer noch nichts ab. Dann bin ich knapp 2 Kilometer bei, war noch immer irgendwas bei minus 3 Grad oder so, zum nächstbesten Laden, der erreichbar war, gelaufen, habe da Frostschutz, Scheibenfrostschutz geholt. Wir haben das Wasser dann komplett aus dem Waschbecken und aus der Spüle rausgeschöpft, den Frostschutz da rein, haben gesagt, lass mal einwirken. Aber ich wollte die Leitung noch durchspülen, pump, pump, pump mit meinem Plastikfläschchen. Und dann kam es natürlich auch im Badezimmer wieder raus, aber diesmal unter dem Waschbecken. Also die ganze Verkleidung vom Waschbecken abgebaut. Wir haben so ein Schiebewaschbecken. Da war das Siphon nicht richtig fest gewesen. Also das Siphon fest und dann hat man die Schnauze voll, dann haben wir die Brühe da so drin stehen lassen, sind zum Weihnachtsmarkt gegangen, haben 2, 3 Glühweine getrunken und herrlich geschlafen. Genau,
haben auch am nächsten Morgen, es hatte nachts angefangen zu tauen, es ist übergegangen in Schneeregen, leichtem Regen. Also wir waren so irgendwo bei plus 1, 2, vielleicht auch 3 Grad. Die Hoffnung stieg, dass die Leitungen tauen, dass das heiße Wasser mit dem Frostschutz da sich wirkt. Wir haben uns ganz genüsslich unseren Kaffee gemacht, es lief ja immer noch nichts ab. Und auf einmal beim Frühstück machte es. Und seitdem läuft unser Spülbecken ab wie Hulli. Das ist vorher nicht so gut abgelaufen. Und ja, das war eine Erfahrung. Immer den Hahn auf, egal was ist. Einmal drunter, dann kann man das auskippen. Ja. Klar, eine Wintertour ist natürlich ein bisschen aufwendiger als im Sommer. Aber wer es haben möchte, der muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Und das bedeutet eben Hahn auf, Abwasser in Eimer oder in einen entsprechenden Kanister. Da gibt es ja verschiedene Systeme. Und dann eben wegbringen. Ja. Also wir haben 2 Falteimer, die wir drunter stehen haben, wenn wir den nicht direkt wegbringen wollen, weil es eben auch vom Wetter her oder von der Uhrzeit her uns zu ungemütlich ist. Die haben wir auch auf einigen Plätzen, wo keine Entsorgung ist oder wo die Entsorgung eben nicht angefahren werden kann, im Sommer im Gebrauch. Von daher gar kein Akt. Aber es gibt ja wie auch diese Tanks, die ihr hier drunter legen könnt. War auch schon mal eine Überlegung, die sich anzuschaffen, weil das Volumen, was da aufgefangen werden ist, größer ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ja, wir finden... Wobei man natürlich sagen muss, wenn die Entsorgung geschlossen ist und auch der Abwasser nicht abgelassen werden kann, mit einem Falteimer kannst du das immer noch in die Toilette kippen. Wenn du da was daneben gibst, machst du das sauber und fertig. Also auf dem Platz irgendwo, wenn da einer ist. Mit so einem Kanister ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Also wie in Bad Tölz war eine öffentliche Toilette in der Nähe. Da konntest du das Wasser dann abkippen. Das war auch so vorgesehen. Es war also auch so von denen beschrieben, dass du das darfst. Von daher war das danach die Welt wieder in Ordnung. Wir sind bis zum Königssee gefahren. Und jetzt, bevor ich euch noch weitere Geschichten erzähle, gehen wir mit euch raus zu unserem Wohnmobil, wo wir euch den Rest zeigen, den man noch alles so braucht. Weil mit Eiskratzer und Frostschutz und einer Schneeschaufel habt ihr bestimmt nämlich schon gerechnet, dass wir die brauchen. Jetzt zeigen wir unsere anderen Tipps und Kniffs, die wir noch alle brauchen. Bis gleich. Und bevor wir mit euch jetzt zu unserem Wohnmobil gehen, zeigt uns Schneidermeister Alfred, wie er einen Teppich für unser Wohnmobil zuschneidet. Jetzt, auf geht's. So, Schneidermeister Alfred am Werk. Wir haben dazu eine Meterware bei einem Home-Ausstatter-Discounter gekauft. Das haben wir bezahlt. Wir haben ein Reststück gehabt, das zwar ein bisschen zu groß war, aber das haben wir bezahlt, 45 Euro, ne? So um den Dreh. Für den alten Teppich, den wir jetzt als Schablone verwenden, haben wir vor 2 Jahren, 60 Euro bezahlt. Wie gesagt, wir hatten ihn einmal ganzjährig drin. Dieses Jahr haben wir ihn in den wärmeren Monaten rausgenommen, weil ich mir dieses Fell besorgen konnte. Aber ich gehe mal rum. Irgendwie habe ich nur Alfreds Füße drauf von da, wo ich stehe. Und wir nehmen jetzt den alten Teppich als Schablone. Wir hatten natürlich nicht immer einen alten Teppich. Wir haben das Ganze auch beim ersten Mal etwas anderes gemacht. Da war es nicht so komfortabel, dass wir die Schablone hatten. Das erzählt euch aber Alfred, wie er es damals beim ersten Mal gemacht hat. Ich habe mir damals große Kartons besorgt, die auseinandergeschnitten, im Wohnmobil auf den Boden gelegt, die entsprechenden Ecken ausgemessen, wieder raus, abgeschnitten, wieder geguckt, ob es passt. Wenn so ein Teil dann passte, dann der nächste Teil genommen. Dann habe ich die alle mit Packband entsprechend fixiert und auch zusätzlich noch angezeichnet, weil ich die ja wieder rausnehmen musste. Hab mir die dann auf den alten, neuen Teppich gelegt, hab das angezeichnet und hab das dann abgeschnitten. Und dann den Teppich rein, nochmal geguckt, hier und da vielleicht noch ein bisschen nachgeschnitten. Und dann passte er, bis auf einen Zentimeter, den ich aber jetzt gleich zugeben werde. Wofür ist das Futzelstück? Für den Eingangsbereich. Wenn man reinkommt, hat man ja schon mal nasse oder schmutzige Schuhe.
Und dieses Teil kann man dann gegebenenfalls sauber machen oder auch entsorgen. Damals hatte ich 2 Stücke hier rausbekommen. Jetzt, wo wir noch ein Reststück haben von dem Teppich, kriege ich noch ein paar Stücke mehr daraus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr darauf achtet, dass der Teppich nicht gummiert ist oder sogar noch mehr grundstoffmäßig, sondern mehr in dieser Gewebeart ist, weil es ansonsten zu Schwitzwasser kommen kann. Es kommt Malen nach Zahlen. Ja, Malen nach Zahlen. Alter Mann, muss ich spucken. Das Werk ist vollbracht. Der Künstler betrachtet sein Kunstwerk. Guckt, ob überall seine Kritzeleien auf dem Teppichrücken sind. Es sieht lückenlos super aus. Und jetzt wird geschnibbelt. No. Ne? Jetzt geht er laufen. Jetzt kannst du nicht einfach abhauen. Was macht er denn jetzt? Oh, der Fachmann muss noch nachmessen. Ich hatte doch gesagt, da fehlen Zentimeter. Stimmt. Irgendwie haben wir festgestellt, dass die Vorlage, die wir haben, geschrumpft ist. Keine Ahnung, es fehlt ein Zentimeter. Das wird jetzt noch dazu gemalt. Oh, also, ne, man sieht. Der Handwerker im Manne. Und mit einem Cutter bzw. Teppichmesser wird jetzt das Ganze geschnitten. Und damit wir einen gleichmäßigen Schnitt haben und auch der Untergrund nicht beschädigt wird und alles richtig schön durchgedrückt wird, damit wir nicht mit der Schere nachfritzeln müssen, legt Alfred diese Holzleiste unter der Schnittstelle und schon geht das muntere Auftrennen des Gewebes los. Er hat den Staubsauger ins Wohnzimmer gestellt. Jetzt macht es sich auch noch gemütlich, das muss ich euch zeigen. Ich muss meinen Staubsauger los. Guck mal. Alfred macht das im Schlaf. Also, wenn ich dann sage, was hast du gemacht? Ja, ich habe den Teppich geschnitten. Ich bin ganz kaputt. Dabei liegt er da und macht einen auf Chili. Also hier nochmal das ganze Kunstwerk. Alfred in seiner Pracht. Der Rücken kracht. Okay. Ich denke mal, das Prinzip ist verstanden. Und auch gut nachvollziehbar, also es ist wirklich kein Thema und kann von jedem Mann wie Frau oder nachgemacht werden. Wichtig ist auch beim Kauf des Teppichs, dass ihr darauf achtet, dass der am Rand hier nicht ausfusselt, ja? Also dass der hier keine Fäden zieht und keine Struktur abgibt. Ansonsten kann man natürlich so einen Teppich auch vom Fachmann umbördeln lassen, was natürlich wieder zusätzliche Kosten sind und das wirklich bei uns ein Artikel ist für maximal, ja, höchstens 1,5. Ist es für uns mehr oder weniger ein Wegwerfartikel, der nicht dauerhaft in Nutzung bleibt und deshalb würde ich mir das Umbördeln jetzt schenken, weil das echt nochmal ein guter Kostenfaktor ist. So, das Werk ist vollbracht. Ganz wichtig, dass ihr auf der Innenseite der Strüche schneidet, ansonsten wird der Teppich nämlich etwas zu groß. Und solltet ihr euch nicht trauen, freihändig zu schneiden, legt euch in der Leiste dahin. Aber so, dass wenn ihr abrutscht, ihr in das Reststück schneidet und nicht in den Teppich, den ihr benötigt. Das ist die sogenannte Winterabdeckung. Für was? Für den Kühlschrank.
damit, wenn zu viel Wind ist, die Flamme, die bei uns auf dieser Seite ist, nicht ausgeht. Das ist uns zwei, dreimal passiert und seitdem habe ich mir die Winterabdecken gekauft. Achtet drauf, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, dass ihr auch zu eurem Fahrzeug passt. Messt dann aus die Maße und dann werdet ihr schon die richtige finden. Kommen wir zum nächsten Teil. Wir haben zwar keinen Fahrradträger mehr, aber wir haben die Plane noch. Weil wenn wir die Fahrer da draußen haben und wir am anderen Tag noch mal fahren wollen, je nach Wetterlage decken wir die ab. Da habe ich hier unten eine Kiste drin, wo ich die nasse Plane dann reinlegen kann, sodass der Rest vom Boden nicht versaut wird. Ohne diesen Fahrradträger, den wir haben, kann man natürlich die Kiste auch separat sich in die Garage legen, um die nasse Plane halt nicht auf dem Boden liegen zu haben. Ne, jetzt noch mal kurz zu dem Fahrradträger, den wir ja abmontiert haben. Wenn der hier hinten mit zwei E-Bikes drauf ist und dann hast du die Plane drüber und hast 30 cm Neuschnee drauf, also da kommt tierisch Last, die da hinten an der Rückwand zieht. Vor allen Dingen ohne Leiter läuft immer ja nichts. Weil bei der Höhe, die Fahrräder gehen ungefähr bis da oben. Ja, sieht man an der Delle, wo der Lenker die Delle ja da reingehauen hat. Da ist aber auch der Topf. Da die Plane drüber zu tun, ohne Leiter. Da ist der Lenker gewesen. Ohne Leiter geht doch mal gar nichts. Ja. Die Leiter braucht ihr auch für andere Sachen, wenn ihr zum Beispiel oben die Schneelast runterholen wollt oder wenn euch die Sattanlage eingefroren ist. Und in unserem ersten Winterurlaub, als wir in Scharbeutz waren, da war es ja richtig knacke kalt, da haben wir die Leiter ganz, ganz oft verliehen. Wir hatten keine Probleme, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir standen unter dem Baum, wir konnten gar kein Fernsehen gucken oder so. Ne? Irgendwie sowas war da und wir haben jeden Tag die Leiter verliehen für festsitzende Sattschüsseln, die dann mit Spüli, Föhngemisch, Gedöns dann wieder enteist wurden und die waren so clever, die haben die am nächsten Tag wieder aufgefahren und es war immer noch so kalt, weil wir hatten morgens auch da schon noch -7 Grad, ne? Ich hatte einen Sonnenaufgang um 8:30 fotografieren wollen, da waren es noch -10 Grad und der Platz war eine reine Eisscholle. Bei uns ist die Sattanlage eigentlich eine Fehlinvestition gewesen. Die brauche ich eigentlich nur, um Fernsehen zu gucken. Um Fernsehen zu gucken? Ja, was machst du denn sonst mit der Sattanlage? Um Fußball zu gucken, sollte das mal auf einem Sender kommen, den ich nicht übers Internet kriegen kann, auf einfache Art und Weise. Also wir würden das zweite Mal keine Sattanlage mehr nehmen. Das nächste Wohnmobil, sollte es ein neues sein, wieder, wird es definitiv keine Sattanlage mehr bekommen, weil wir eigentlich alles nur übers Internet noch streamen. Richtig. So, wir haben hier noch eine Kiste, ich muss aber noch schnell was holen. Das ist die Frontabdeckung. Gibt es auch dickere und längere, aber für unser Modell gab es auch nicht so viel Auswahl. Nee, war nicht so viel da. Und die sind auch schweineteuer. Ja. So, ich habe hier eine Kiste drin. Dann kommt das Teil hier rein. Und wie ihr seht, kann bei uns nichts mehr umfallen. Kann ich ja nicht filmen, so voll ist die. Also, ne? Damit das Tauwasser, natürlich jetzt ohne diese Plastikumhüllung. Der hat natürlich auch eine kleinere Kiste, aber die passt so schön da rein. Die kann auch nicht hin und her rutschen. So, dann wollen wir mal das gute Stück da vorne anbringen. Hey, du zeigst alles, was wintertauglich ist. Dass wir so lange draußen filmen, hast du mir nicht gesagt. Ich laufe hier im Blüschen rum. Ich bin nicht wintertauglich. Du wirst noch nie wintertauglich gewesen. Wie ihr gerade sehen könnt, steht unser Wohnmobil ja bei uns zu Hause, mehr oder weniger im Garten. Wen es interessiert, wir können euch gerne mal ein Video darüber machen, wie es vorher aussah und wie wir aus dem, ja, wie soll ich es ruhig sagen, aus dem Nichts herauskauf des Wohnmobils damals reagiert haben, um hier entsprechend das Wohnmobil in den Garten zu bekommen. Zumal wir den ein halbes Jahr vorher überhaupt neu angelegt hatten.
Auch das Tor ist alles später gekommen, aber da machen wir euch gerne mal ein separates Video zu, wie man mit leichten Bordmitteln sich seinen Stellplatz, wenn man den Platz zu Hause hat, selber gestalten kann. Wir nutzen die Folie natürlich auch als Schutz gegen die Sonneneinstrahlung, damit es nicht zu warm wird. Wir nutzen sie nicht nur im Winter als Frostschutz, sondern auch gegen Sonneneinstrahlung, wenn es zu warm ist, um das Wohnmobil kühl zu halten, weil wir haben es immer noch nicht geschafft, uns entsprechend den Max-Van einzubauen. Sollte dieses Jahr passiert sein, aber irgendwie verbröselt und durch die widrigen Umstände bei uns seit September, seit dem Unfall meines Sohnes, haben wir irgendwie da keinen Kopf mehr für gehabt. Gucken wir mal, was der hier in der Ecke macht. Ja, die gibt es auch mit Reißverschluss, wo ich schon viel von halte. Weil wenn im Reißverschluss Eis ist, dann hält das nicht. Hier muss man ein bisschen suchen, bis man dann entsprechende Möglichkeiten findet, um das anzubringen. Aber wenn die einmal dran sind, halten die ziemlich was ab. Dafür, dass wir nicht gefahren sind, ist er ganz schön schmutzig. Wir haben noch nicht mal dran gedacht, den zu putzen. Wir sind nach dem Urlaub noch einmal gefahren, haben gesagt, danach machen wir ihn sauber und okay. Danach hatte jemand einen Unfall. Ja. Von innen habe ich den ja noch sauber gemacht, als wir in Buddel waren. Und dann ist aber montags. Da ich endlich einen Termin für den Fender habe, es gab ja eine Rückrufaktion von Weinsberg. Vielleicht kannst du das ja auch filmen, würde ich die mal fragen, was da gemacht wird und wie. Werde ich danach in die Waschanlage fahren. Wir haben das große Glück, dass wir bei uns eine LKW-Waschanlage haben. Mit entsprechendem Laufsteg. Dann kommen wir auch oben mal dran. So, das war's. Das schöne Teil ist befestigt. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit unserem Teppich. Dafür müssen wir den aber erstmal holen. Da drin ist es jetzt sehr dunkel, wenn wir das so machen. Ne? So, Teppich passt und liegt, wie man sieht. So, da unten, wo die Schlappen stehen, das Stück muss ich noch schneiden. Und da ist er wieder. Genau. Gemütlich. Das ist das erste Mal jetzt seit 8 Wochen, glaube ich, oder 9. Ich weiß gar nicht, dass wir wieder im Wohnmobil sitzen, auch wenn es nur für das Video ist. Also wir sind so dermaßen auf Entzug, aber wie gesagt, höhere Gewalt. Dadurch, dass mein Sohn bei uns eben in der ersten Etage wohnt, Küche sich mit uns teilt, kommt er aber momentan alleine jetzt noch nicht die Küche runter. Wir müssen ihn halt noch versorgen und verpflegen. Die Hoffnung besteht, dass wir in 2 Wochen vielleicht mal versuchen können zu fahren. Spätestens, wenn die Reha im Dezember genehmigt wird, kann aber sein, dass es noch zu früh ist, dass wir dann mal wieder unterwegs sind. Wir haben Thema Wasser. Wenn wir unterwegs sind und wir fahren eine lange Strecke, um von hier bis in die Alpen zum Beispiel zu fahren, was von hier, glaube ich, knapp 600 Kilometer sind, ne? Also um den Dreh. Dann haben wir die Abwasserleitung offen, kein Wasser im Tank, Abwassertank natürlich auch leer, Leitungen frei. Dann fahren wir mit Wasser abgefüllt in
zwei, drei leeren Wasserflaschen und in einem Faltkanister, damit wir unsere Toilettenspülung damit benutzen können und zwischendurch mal einen Kaffee machen können oder auch mal was abwaschen oder Hände waschen, was man eben alles so machen muss. Wir gehen damit die Gefahr aus dem Weg, dass während der Fahrt die Leitungen einfrieren könnten, wenn man die ganze Zeit halt mit Minusgraden unterwegs ist. Man muss dazu sagen, der Wassertank hier ist zwar durch Umluft beheizt, aber eben nur durch Umluft. Wenn wir dann unterwegs sind und fahren von Tag zu Tag, dass wir die Ziele wechseln, dann machen wir es nicht mehr mit Kanistern, dann befüllen wir, lassen das Wasser auch nicht immer ab. Ne? Wir haben es nicht immer abgelassen, weil wir manche Plätze ja im Winter nicht überall Ver- und Entsorgung gegeben war. Wir sind Plätze angefahren, wo man eben nur stehen konnte, wo nichts war. Am Königssee war ja gar nichts. Da musstest du autark schienen, da war im Winter ja alles abgestellt, zumindest letztes Jahr noch. Aber da lassen wir natürlich entsprechend auch Wasser drin, dass wir es nutzen können und füllen es auch nicht im Kanister. Hatten aber einen kleinen Zusatz Frostschutz ins Abwasser getan nach der Mission am Bank. Ja, das ist richtig. Wenn wir den Tank nicht entleeren können, dann kommt da auf jeden Fall ein paar Liter Frostschutz. Ja, zwei, drei Liter, je nachdem wie viel drin ist. Frostschutz mit rein, um die Gefahr zu minimieren, dass das einfrieren könnte. Aber bei der ersten Gelegenheit, wo wir den entleeren können, wird er auch direkt wieder leer gemacht. Das rund um das Thema Wasser, wie bekomme ich es hier drinnen kuschelig? Entsprechend natürlich darauf achten, dass ihr zwei volle Gasflaschen mit habt. Solltet ihr ins Ausland fahren, sprich Österreich, Schweden oder sonst was, denkt dran, dass ihr für die entsprechenden Länder den Gasadapter mitnehmt. Wenn einer nötig ist. Wenn einer nötig ist. Und guckt vorher rechtzeitig, gerade wir haben es erlebt in Scharbeutz, alles saß fest, weil rundherum alles vereist war. Keiner verließ den Platz. Die Parkplätze rundherum waren auch dicht. Und wir haben donnerstags, ich glaube samstags war Silvester, die letzte Gasflasche bekommen im Baumarkt. Es war nirgendwo mehr Gas zu bekommen. Du wolltest aber auch mit dem Wohnmobil nicht großartig fahren, weil der ganze Platz mit Eisschollen übersät war und das wirklich eine Riesentortur war, da rauszukommen. Viele mit einem Sackkarre auch zum Baumarkt gewackelt sind. Ja, das sind aber weit gewackelt. Ja, und es wurde in dem Jahr auch kein neues Gas mehr geliefert vor den Feiertagen. Und deshalb guckt, auch in Bayern haben wir nachher rechtzeitig mal geguckt, wo ist der nächste Baumarkt, dass ihr unterwegs entsprechend mit einplant, wo ihr Gas holen könnt. Wichtig, oder für uns ist wichtig, dass wir die Heizung, wir haben es nie so warm. Ich meine, ich sitze hier nicht dann mit drei Pullis übereinander, aber ich sitze hier auch nicht im T-Shirt. Wir haben roundabout meistens so zwischen 18 und 21 Grad tagsüber eingestellt. Laut der Anzeige. Laut der Anzeige oben an der Heizung. Wenn wir unterwegs sind, drehen wir auch runter. Wobei wir ja manchmal dann wirklich stundenlang weg sind. Und wir drehen auch abends, wenn wir ins Bett gehen, runter auf zwischen 13 und 16 Grad. Das kommt jetzt echt auf die Außentemperatur an. Damit man natürlich im Bett kuschelig ist, kann man noch eine zweite Decke mitnehmen. Man kann Biberbettwäsche oder ähnliches benutzen. Manche legen sich eine Heizdecke rein, das machen wir nicht. Wir haben höchstens mal eine Wärmflasche mit, die man noch sich befüllen könnte, haben wir aber auch noch nie gebraucht. Nö, die ist auch nur, wenn wir krank sein sollten. Ich glaube, die ist auch gar nicht hier drin im Moment. ansonsten gucken wir, dass wir so uns warm machen. Und dazu gehen wir über, dass wir unser Fahrerhaus, was ja offen ist, erst einmal uns nicht verkleiden, zustopfen. Dazu benutzen wir zwei alte Schlafsäcke, die wir in den Fußraum legen, damit von unten keine kalte Luft von außen über den Motorraum eben hier ins Innere gelangen kann, wenn man da sitzt. Man muss dazu sagen, diese Teilintegrierten, die sind vom Fahrerhaus her, also vom Motorraum her und auch von den Türen her, nicht so gedämmt wie die Vollintegrierten. Und da Isolierung zusätzlich anzubringen, wer es machen möchte, viel Spaß dabei. Das ist eine Fummelsarbeit. Ob sich das lohnt, ist mal dahingestellt. Wir machen das auf diese Art und Weise. Unten eben zwei Schlafsäcke reinstopfen. Eine Decke darüber, damit was vernünftig aussieht. Also oben das ganze Armaturenbett bis unten. Und ganz wichtig, die Lüftung, bevor der Motor ausmacht, auf Umluft umstellen.
damit von außen keine kalte Luft durch die Lüftungsanlage reinkommen kann. Zusätzlich ziehen wir zu der Ablage auch nochmal die Plissés zu, ist ja auch nochmal eine Dämmung. Und wichtig ist, gerade auch wenn ihr hier drin kocht, bildet sich natürlich auch gerade im Winter mehr Kondenswasser. Dazu haben wir einmal einen Fenstersauger, den wir dann mitnehmen, wo wir das mit abziehen. Die Kiste ist im Winter echt manchmal halb voll. Und ich habe noch so ein Abzieherpad in einem längeren Stiel, wo man dann unten schön in die Ecken kommt, um auch die letzte Nässe aufzufangen. Ich habe noch ein gutes, nicht fusselndes Tuch. Bitte verwendet keine Mikrofasertücher, das könnte Kratzer geben, wo ich dann die Restfeuchtigkeit mit aufwische. Gleiches gilt auch hier für die Fensterrahmen, dass ich hier im Schlafbereich, hast es hier in den Wohnbereich haben wir es weniger, im Schlafbereich, weil Frau nachts irgendwelche Wärmen abgibt, die man Hitzewallungen nennt, dass ich auch die Scheiben trockne und auch hier entsprechend die Fensterrahmen trockenwische und immer stoßlüfte, sobald wir gefrühstückt haben und auch dann die Fenster von außen einmal abwische, dass der Rand unten rundherum trocken ist. Oder auch im Winter haben wir es auch schon, dass wir leichte Eisschichten auf den Scheiben haben. Die müssen natürlich abgemacht werden. Die schmilzen mit der Zeit und dann muss man gucken, dass man das restliche Eis abwischt. Also bei dir ist es weniger, aber bei mir durch meine vulkanartigen Explosionen an Wärme habe ich da immer Eisbildungen. Die Abdeckung da vorne, die hat noch einen großen Vorteil. Ihr habt nämlich kein Kondenswasser mehr innen auf den Scheiben. Ja, nicht mehr so viel. Ein bisschen haben wir schon. Marginal. Ja. Wer mag, kann sich noch Schaffelle oder andere Felle decken, auf die Sitze legen. Wir haben noch, dadurch, dass unsere Truma unter der Sitzbank hier, auf der ich sitze, ist, haben wir hier zwar, habe ich mal eine zweite Decke besorgt, aber das ist eigentlich mehr so ein Schutz, wenn man sich hier mal auch mit einer Hose draufsetzt. Die muss ich mal gucken, ob ich sie verwenden werde. Ich habe sie mal gekauft, aber wir kommen so klar. Auf dem Teppich können wir immer noch unser Fell legen, damit das Ganze noch was netter und wärmer aussieht. Können wir jetzt gleich mal zeigen. Wollen wir vorne zustopfen? Dann zeigen wir euch mal, wie wir das vorne abdecken. Dafür geht Alfred mal in die Tat über und ich fummel in der Zeit das Fell mal raus. Ja, bis gleich. So sieht es dann vorne im Fahrerhaus aus, wenn wir die Schlafsäcke da unten reingestopft haben. Ich kam nicht auf den Namen. Und so sieht das ganze Spiel aus, wenn wir die Decke noch zusätzlich drüber gehangen haben. Die auch noch, sollte irgendwo Zugluft entstehen, noch etwas wegnehmen. Für die, die gerne im Winter auch draußen sind, wissen diejenigen, dass es regnen oder schneien kann. Das heißt, man kommt triefend nass wieder rein und hat nasse Schuhe, Schuhe voll Schnee, voll Matsch, die man auch nicht unbedingt draußen stellen möchte, weil es stürmt und schneit und sonst was ist. Wir haben dafür zwischen den beiden Sitzen diesen geschlossenen Wäschekorb stehen, wo wir nasse Schuhe eben wunderbar reinlegen können. Unsere nassen Sachen, wir haben ja hier im Wohnmobil einiges an Haken, hängen wir entsprechend auf. Hier haben wir auch noch Haken, wir haben uns ja da ein paar Haken gemacht. Den Rest, nasse Jacken und so weiter, hängen wir hier glücklicherweise an der Duschstange, ich mach mal Licht an der Stange, in der Dusche auf, mit einem Kleiderbügel. Entsprechend kann man dann da zwei Jacken und Jeans aufhängen und die Kleinteile kommen an diesem Klammerteller, um dann wieder zu trocknen. In der Regel ist am nächsten Morgen auch die nasseste, verschneite Jacke wieder trocken. Wir haben da also relativ gute Erfahrungen gemacht. Alternativ kann man nasse Handschuhe und so weiter auch, da improvisiere ich gerne, während man noch nicht zu Bett geht, hier auf die Streben der Leiter aufhängen. Wo wir jetzt auch schon im Schlafzimmer sind, macht bitte nicht den Fehler, das ist uns nämlich nach der Banknacht in Bad Tölz dann morgens auch noch dazu gekommen. Da waren die ganzen Kapuzen von meinen Hoodies nass. Wir haben
hier, Frau hat ja immer zu viel mit, die Klamotten bis hinten dran gestoppt. Es gab Kondenswasser, die ganzen Pullis waren nass. Also guckt, dass ihr die so faltet, dass ihr hinten noch eine Hand zwischen bekommt. Das heißt, ich falte sie jetzt immer so geviertelt, nicht mehr gedrittelt und habe dadurch nicht mehr das Kondenswasser an den Klamotten. Die Schränke lassen wir im Winter immer offen, auch wenn wir in der Woche zu Hause sind, damit das entsprechend nicht da hinten sich mit Kondenswasser vollsetzt. Die Heizung lassen wir zwischen 5 bis 8 Grad laufen. Ne? Ja, wir lassen die Heizung laufen, um eben den Frostschutz hier zu gewährleisten und damit das Wohnmobil auch direkt einsatzfähig ist. Wir räumen es ja gar nicht aus. Jetzt haben wir noch ein bisschen zu viel Sommersachen drin. Da müssen wir noch umräumen, weil, wie gesagt, wir ja im September nach dem Urlaub schlagartig dazu gezwungen wurden, nicht mehr zu fahren. Hier haben wir jetzt das lange Fell ausgelegt. Ich habe noch ein Meterstück, das ich, wenn wir den Teppich nicht drin haben, da vorne hinlegen, wo Alfred steht. Und in dem Bereich, wo auch diese Fußmatte, die eben keine Gummierung hat, liegt, haben wir noch mal hier normalerweise ein doppeltes Stück von unserem Teppich liegen, um ja, als Schmutzauffangmatte, damit man das, wenn man es versaut, wenn man reinkommt, eben einfach auswechseln kann und nicht direkt den ganzen Teppich versaut hat. Wichtig ist, wir haben es ja auch schon in unserem Video, alles was wir hier geändert haben im Wohnmobil erwähnt, ich habe alle Schränke von vorne bis hinten mit Filz ausgelegt. Am besten sieht man das hier in den Ausschüben. Das sind Platzsets, gibt es meistens beim Discounter Aldi, Lidl und Co. für ein paar Euro. Die liegen hier überall drin, hier auch dazu, damit es nicht klappert in dem Auszug. Aber ich habe das wirklich, auch wie hier unten im Boden, ich hatte mal rote und dann mal graue, haben wir die überall liegen. Und was nicht nur praktisch ist, wenn man die Schränke säubern möchte, sondern ja, hier haben wir es auch. Hier ist das Rote. Hier oben ist mit Rot ausgelegt. Und da sind echt noch die Sommersachen drin. Ne? Was wirklich auch die Klamotten nicht so kalt anfassen lässt, wenn man sie rausnimmt. Ne? Jeder weiß, wie kalt die Klamotten sein können, wenn wir sie aus dem Wohnmobil rausnehmen, um sie wieder anzuziehen. Ne? Also ich habe das wirklich von A bis Z überall ausgekleidet, was sehr hilfreich ist. Jetzt muss ich echt auf den Zettel gucken. Ich weiß nämlich nicht, was als nächstes kommt. Also hier ist die Decke, aber ob ich sie drauf lasse, weiß ich nicht. So. Ja, wir hätten noch Badezimmer, Lüfte nach dem Duschen. Ganz wichtig, ja. Weil gerade durch das Duschen ist natürlich sehr viel Wasser in der Luft. Und das muss einfach weg. Das heißt, oben, Klappe auf. Dann ist es eben ein bisschen kalt danach. Also ich habe ja jetzt auch im Winter öfters schon geduscht und du merkst das gar nicht. Ne? Also das ist wirklich nicht so schlimm. Also man sollte auch während des Duschens schon zumindest die halbe Stellung aufmachen und danach auch die ganze. Ja, aber Dina hat ja eben schon gesagt, von wem, wenn wir ein Bettchen drehen, wir die Heizung runter. Der Erste, der morgens aufsteht, bin meistens ich, nicht immer, aber meistens, der dreht die dann wieder hoch. Und wenn wir dann die Brötchen da in der Omnia machen, da kommt ja noch mal zusätzliche Wärme, dann ist das nachher kuschelig warm hier drin. Ganz wichtig, in der Garage, obwohl die bei uns jetzt auch durch Umluft beheizt wird, nichts lagern, was einfrieren könnte. Denn A, könnte die Heizung ausfallen und B, ist mir das einfach so problematisch, wenn das Zeug da hinten irgendwie platzt. Wenn da noch Glas ist, dann haben wir noch mehr Sauerei. Muss ja nicht sein. Dann, alles was ihr nicht benötigt, in der Garage ausräumen. Ihr wisst selber, im Winter bremsen ist immer so eine Sache und je schwerer das Wohnmobil ist, desto mehr muss das geschiebt hat. Demzufolge alles raus, was man nicht braucht. Dazu zählen auch Stühle und Tische. Solltet ihr Fallstühle haben, würde ich empfehlen, diese mitzunehmen. Die nehmen wenig Platz weg. Und wenn ihr euch wirklich mal draußen hinsetzen wollt. Wie am Lagerfeuer zum Glühwein. Zum Bleistift. Ich muss Glühwein kaufen. Ja, das ist wichtig. Ja. Das ist eins der wenigen Sachen, die wir hier mit Glas transportieren. Nee, das stimmt nicht. Ich habe auch eine Flasche Wein immer mit. Ich glaube, das ist eins der wenigen. Ja.
Da ist ja auch Alkohol drin, da passiert nichts. Ja. Ja, ich glaube, wir können jetzt zum Ende kommen. Mir fällt nämlich ehrlich gesagt jetzt nichts mehr ein. Weißt Wichtig du ist, dass ihr genügend Batterien mit an Bord habt, um eventuell Stirnlampen, Taschenlampen damit zu versorgen, weil es ja früh dunkel wird und nicht immer überall alles beleuchtet ist, wie manche Plätze eben, wo man auch autarker steht, keine Beleuchtung ist, noch an denen, wo man mitrechnet, die Beleuchtung vielleicht nicht immer so gegeben ist oder man am Wohnmobil was nachgucken muss und ganz wichtig, oder nachts für die Deko. Ach Gott. Ja, ich habe es ja jetzt noch nicht mal an, ja. Siehst du. Ich muss hier sowieso noch ein bisschen dekorieren. Das ist noch auf den ersten Fahrten hatte ich schon noch keine Dual Control drin. Das heißt, wenn eine Gasflasche leer war, dann durfte ich die wechseln. Und bei meinem Glück war das immer nachts, wenn es regnet. Und dann braucht er auch eine Taschenlampe. Jetzt durch die Dual Control ist das ein bisschen easier, weil da gucke ich zwischendurch rein. A, habe ich eine App, ich habe so einen Geber da drin. B, sehe ich, ob eine umgeschlagen ist, dann ist sie nämlich rot an der Dual Control und dann weiß ich, aha, du musst es mal langsam wieder eine neue besorgen. Ja, sonst noch was? Außer den Leuten einen schönen Tag zu wünschen. Da ihr jetzt mitbekommen habt, dass wir im Winter fahren, haben wir uns vielleicht überlegt, wir haben nicht allzu viele Videos davon, aber tausende Fotos, eventuell die Deutsche Alpenstraße noch als Video für euch mal zu machen, wie wir da im Winter so durchgekommen sind. Das wird auf jeden Fall eventuell ein Weihnachtsspecial, was wir uns überlegt haben. Und ansonsten drückt uns die Daumen, dass wir bald wieder auf Tour kommen, on the road again. Ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig, weil wir haben ja inklusive meinem Sohn den absoluten Budenkoller und er war auch selber in seiner Sache viel unterwegs. Wie gesagt, dadurch, dass er momentan langsam wieder mit dem Laufen anfangen muss, sind wir da ziemlich gehandicapt und hoffen, dass das Ganze in 2-3 Wochen zumindest soweit für uns wieder in Normalität übergeht, dass wir wieder fahren können an den Wochenenden und er sich dann mal 2 Tage soweit selber versorgen kann, wenn man ihm alles zurechtstellt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, sollte es euer erster Winterurlaub werden oder Winterreise, Wochenendtrip, wie auch immer, anhand dieses Videos, das euch ermutigt hat, Mensch, das können wir auch, das kriegen wir hin, weil es ist echt überhaupt kein Hexenwerk. Wir haben unser Wohnmobil Ende Oktober bekommen. Wir konnten ja gar nicht anders, wenn, außer es notfalls stehen zu lassen. Und ich sag mal, ich kaufe mir neue Klamotten und hänge sie ein Jahr im Schrank, bevor ich sie anziehe. Aber mit einem Wohnmobil mache ich das definitiv nicht. Wir sind direkt losgejückelt und haben es nicht bereut und haben, wie gesagt, learning by doing. 3 oder 4 Wochenenden sind wir in 2 Jahren nicht gefahren. Jetzt abgesehen die letzten Wochen. Aber davor. Wir haben hier natürlich das Glück, dass wir das ein oder andere tolle Ziel vor der Nase haben. Aber wir haben noch lange nicht alles gesehen und werden hoffentlich euch die nächsten Videos bald wieder machen können. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.